So, ein Hallo hier von den 25. Niggers Ulmer B&A Rockstar Classics, ein Neunballturnier im Doppelkorb-System mit Vorrunde. Ausspielziele sind 6 Gewinnspiele. Wir haben hier die nächste Partie. Das ist zum einen hier der sehr adrett gekleidete Mann hier im Vordergrund. Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück gegen Ralf Suke vom BSV Dachau. Ralf Suke wird gesponsert, unterstützt von Ultimate, Predator, Ivan Simonis und Kamui. So. So, hier wird das Bild nochmal überprüft, beziehungsweise der Break. Ein sehr schönes Break. Hier scheint die 3. Okay. So, die 3 liegt hier etwas verdeckt. Schön gespielt. Ralf Zucke vom BSV Dachau. Schon. Somit geht Ralf Suke mit 1:0 in Führung gegen den Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück. Ja.
Jetzt sehr sorgfältig der Aufbau nochmal überprüft. So, Philipp Rüdemann, sein erster Break. Okay, sind zwei, drei Kugeln sind gefallen. Die 2 liegt hier als Bänder. Die geht auch prompt an. Stellung auf die 3 ist okay. Oh, da hat er die 3 ausgelassen. Ja. Ui. Oh. Hat er hier die 3 versteckt? Nein. Na, ja, da wird die Folie entfernt. Schön gemacht. Ja. 2-0. Ralf Suke baut seinen Vorsprung aus auf 2-0 gegen Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück. So, Ralf, ist okay, am Break. Ja. Es sind 2 Bälle. Ja, 2 Bälle sind gefallen, die 2 ist weg und die 4. Die 2 und die 4 sind gefallen. Schön gespielt, ja, Wahnsinn. Ja.
Wir müssen übergreifen über die Acht. Ui, da wurde Ralf Suke wohl vom Handy gestört. Im Hintergrund hat es hier mal das Handy gerappelt. Ui, ui, ui. Ich sollte das vielleicht einmal ausschalten. Hä? Gut, die Möglichkeit für den Philipp Rüdemann, ja, den Anschluss herzustellen. Er liegt mit 0:2 hinten. Lässt sich nicht viel Zeit, er spielt recht schnell. Gut, das sieht gut aus. Das 2:1. Philipp Rüdemann stellt den Anschluss her an Ralf Suke und macht das 2:1. Ralf Suke vom BSV Dachau gegen Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück. So, viele Rüdemann am Break. Ein Einstiegsball. Zwei Bälle gefallen. Die 3 liegt ebenfalls an der Kopfbande. Ja. Oder im Kopffeld. Beide Spieler hier am Tisch spielen in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga. Philipp Rüdemann für die BSG Osnabrück. Wobei die BSG Osnabrück es in dieser Saison nicht leicht hat. Und gegen den Abstieg kämpft. Ralf Suke hingegen spielt beim BSV Dachau. Der BSV Dachau ist sehr ambitioniert und befindet sich im gehobenen Mittelfeld, zurzeit in der Tabelle. Schön rübergezogen, ja. Schöne Position auf die 9. Nun denn.
Philipp Rüdemann gleicht aus. Gleichstand. Neuer Spielstand, Ralf Suke vom BSV Dachau gegen den Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück. 2 beide. Noch einmal nachgeschaut. So. Wiederum 2 Bälle versenkt. Ein Einstiegsball. Der Anstiegsball wäre die 2 im Kopffeld. Gleich einmal die Schablone entfernt. Kombination 6-7. Die 7 liegt im Loch. Die 5 vom Mittelloch. Eingestehen. Das scheint ihm der Winkel etwas zu viel zu sein, ja. Sehr schön. Weil jetzt hier etwas Winkel hat. Wir da an der langen Bande bremsen. Ja. Genau, so. Jetzt will er sich reinstellen auf die Kombination mit der 6. Schön gespielt. Schön gestellt. Hat jetzt nur etwas gerade hier liegen. Spieler mit etwas. Ah, die Spieler schön Vorbande. Okay, somit geht Ralf Suke wieder in Führung mit 3-2. Ralf Suke führt gegen Philipp Rüdemann mit 3-2. Ralf Suke vom BSV Dachau gegen Philipp Rüdemann von der BSG Osnabrück.
Willst du mich kommentieren? Ach komm, geh her. Schanigi Schnagi. Ich requiriere mir gerade einen Co-Kommentator. So, Ralf, du kennst das Spiel. Diesen kleinen Bügel, nein, andersrum. Der Bügel muss nach hinten und die Wölbungen über die Ohren drüber, genau. So, hallo Ralf. Und damit du das dann auch schön hörst, kriegst du dann noch einen Kopfhörer auf, ja. Servus Bernd. Hallo Ralf. So, ich habe den Ralf Leben hier neben mir. Immer noch beim BSV Kurpfalz, BSF Kurpfalz. Ehemals. Ehemals, okay. Ja. So, ja, wir haben hier ein schönes Spiel. Der Ralf führt mit 3:2. Ralf ist okay gegen Philipp Rütemann. Jetzt habe ich die Hälfte schon verpasst. Ja, ist nicht so schlimm. Eine Hälfte haben wir ja noch. So. Ja. Eine kleine Sicherheit. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt vom... Nach dem Anstoß, ja. Mhm. Könnte es sein, dass das das Ergebnis ist von einem Push-Out? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, muss ich sagen. Ja, haben wir leider verpasst. Ja. Gut, das sieht schon nach Safe-Befreiung aus. Ja, ja. Zwei Vorbanden. Ah, nee, doch Push. Nein, Push. Ja, also war es direkt nach dem Break. War es nach dem Break, ja. So, Ralf, so geh, ja. Tja. Okay, hat er die Möglichkeit für einen Bender? Wird er nicht spielen. Wird er nicht spielen, nein. Wissen uns mit Option des Saves. Denke ich auch. Also er wird mit Sicherheit wieder auf den Save gehen, ja. Ja. Die Weiße Richtung 2. Bietet sich an. Hinter 7-5. Ja. Das nicht dran langen, das ist sehr empfindlich. Dann rauscht das. So, schauen wir mal. Ja. Ja. Ja, okay. Aber der blieb an der 6 hängen jetzt. Ne? Okay. Gut, es ist jetzt nichts Einfaches liegen geblieben für den Philipp. Hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert, die Lösung. Also, dass er hängen bleibt. Ja. Aber gut. Aber er spielt die ganze Zeit wirklich sehr präzise. Also es ist richtig, macht Freude, ihm zuzuschauen. Ja. Ralf ist okay. Ja. Ralf ist okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich immer noch an das Spiel auf dem Moscone Cup, das er gespielt hat gegen Dennis Hedge. Er lag 4-1 hinten. Hat es noch gebogen, ja, ist richtig. Hat es noch gebogen. Er hat sich schwer getan am Anfang, hat zwei leichte Einsteiger verschossen. Der Dennis Hedge hatte dann auch noch zwei Golden Breaks, 9er Breaks. Ja, das war richtig. Ja, war 4-1 vorne. Und der Ralf hat es auch noch gewonnen. Ist halt ein Kämpferherz. Ja. Und Philipp versucht jetzt mit Sicherheit. Ein Bender. Ja, das tatsächlich. Wundert mich auch. Sehr offensiv. Ja, aber lässt dem Ralf dann doch was über hier. Ja. Gut, wenn man so den Tisch anguckt, problematisch stellt sich die 5-7-Situation dar. Ja. Die liegen dicht beisammen. Und eigentlich jetzt auch die erste Stellung. Ja. Ja. Da ist noch ein bisschen Platz zwischen der 5 und 7. Trotzdem. Wenn er das mit etwas Risiko spielt, versucht er gleich zu lösen beim jetzigen Ball.
Muss er aber nicht zwingend. Ja. Da haben wir auch schön gespielt, das guck an. Er nimmt den langen Zweier. Ja. War aber gut. Ja. Der kann jetzt schön, also von dem Winkel aus kann er schön auf die 4 stellen. Die 5 ging dann in die rechte Ecktasche. Die wird schon reinpassen. Ja. An der 9 vorbei, oder was? Ja. Aber nein, nee, passt nicht. Passt nicht. Er kann jetzt passt nicht. Ja. Das er kann jetzt auf Kombi stellen. Ja, ist halt die Frage, ob er das jetzt macht. Er schaut sich die Mittellochrichtung an. Aha. Aber sehr eng. Ja. Ticken zu weit gelaufen. Ja, aber ich glaube, der geht. Ticken zu weit, weil die Weiße nach rechts wegbricht. Ja. Wird er die Weiße über die kurze Bande schicken müssen? Na, no, auch nicht, siehst du? Na, hör mal. Deine Kameraperspektive verdreht ein bisschen das Bild. Na, natürlich, jetzt liegt es an meiner Kamera. Ja, aber manchmal täuscht das schon, das stimmt. Den besten Blick hat man halt einfach immer noch, wenn man selbst am Tisch steht. Richtig. Ja, das soll jetzt eigentlich. Ja. Vielleicht ist mir viel Winkel, aber. So einfach ist Billard. So einfach. Richtig. So einfach. Ist erschütternd. Und ich habe immer die schweren Bälle. Ist komisch. Tja. Da sind wir uns einig. Das sind der Hammer. Das macht schon Spaß. Ich schaue jetzt schon das zweite Spiel hier vom Ralf Suke. Das erste Spiel gegen den Kevin Ferreira aus Luxemburg. Das hat er sehr souverän, hat mit 6-1 gewonnen. Der Kevin hat sich ein bisschen schwer getan. Aber gut. Gut, erstens immer relativ schwer gegen so einen Namen zu spielen. Ja. Also dann auch locker und entspannt zu bleiben. Naja. Er hat mir ja schon wieder das Du angeboten, der Ralf, gell? Aber ich bin der Ralf, ja. Hat man gesagt, ne? Das merke ich übrigens jetzt auch beim Moderieren, beziehungsweise was soll ich da kommentieren bei diesem Spieler, der schon alles gewonnen hat. Ja. Ich würde ja gerne sagen, das hat er jetzt falsch gemacht, aber das. Nee. Ja, genau. So geht's mir auch. Was mir auffällt beim Turnier. Ich habe auch gestern schon ein bisschen Oliver Ottmann gesehen, ja. Obwohl hier mit Folie gespielt wird. Diese Spitzenklasse, Bundesliga und internationale Spitze, breakt nicht soft. Okay. Sie machen hier keine Lutscher-Breaks, aha, also sondern sie gehen so wie eben Ralf ordentlich rein. Ja. Die Gründe dafür kann ich mir nur ausdenken. Ich meine, Kugeln neigen halt dazu, ein bisschen schmuddelig zu werden im Turnierverlauf. Mhm. Und wenn sie schmuddelig sind, gehen sie halt vielleicht schlechter auf. Vielleicht hauen sie deshalb etwas fester drauf. Aber die Softbreaks werden hier überwiegend nicht gespielt. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe festgestellt, der Ralf hat eigentlich ein sehr solides Break. Oh, das war das aber mal ein übles Teil. Ich meine, würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Philipp das ablehnt. Ja, na klar, sagt der Philipp, nein, das Spiel Marcel war ja. Da bin ich mal gespannt, was sich der Ralf dabei gedacht hat. Und der hat sich bestimmt was dabei gedacht. Also das ist falsch. Nein. Nicht? Da ist ihm die 3 komplett entglitten. Meinst du? Ja, definitiv. Okay.
Wenn du am Tisch einen Safe hinlegen müsstest mit der bloßen Hand, dann wäre das etwa der Bereich, wo du ihn hinlegen würdest. Das hatte nichts mit Absicht zu tun. Yippie. Okay. hast du doch jetzt mal die Möglichkeit gefunden. Aber ich muss sagen, ich habe vorhin Ralf kurz am Tisch dann halt begrüßt. Und ich habe einen gehörigen Respekt vor dem Mann. Ne? Ja, gut, okay. Foul vermieden, aber einen Einstiegsball für den Philipp hinterlassen. Ne? Richtig. Ja. Der Einsteiger ist jetzt nicht ganz einfach, wegen der Position 2. Richtig, ja. Weil die 5 und die 7 die Richtung ein bisschen blockieren. Ja. Aber wenn er bis zur 3 kommt, sollte das Spiel auch dann zu seinen Gunsten entschieden sein. Ja. Ah, die hat es aber schön rübergezogen. Ja. Wunderbar. Gute Sonne, ja, prima. Also Philipp Rödemann hat ja auch schon sehr viel auf dem Buckel. War Jugendnationalspieler. Tja. Na gut, spielt auch nicht um ganz umsonst erste Bundesliga, wobei wieder. Wobei die BSG Osnabrück eher gegen den Abstieg kämpft. Leider. Aber gut, er hat auf jeden Fall das Potenzial für erste Liga. Ne? Gut, es hat viel wieder mit Budget zu tun. Es gibt halt Mannschaften, die sich halt deutlich verstärken konnten. Ja. Und die BG Osnabrück sind alles, ich sag mal, Liebhaber, Billardsportliebhaber. Richtig, ja. Ja. Der BSV Dachau zum Beispiel, ne, mit Ralf Zucke, Albin Uschan. Ja. Ja, ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, selbst wenn man nur Spesen abrechnet für solche Leute, dann hast du ordentlich was ausgegeben. Gut, klar. Was ich halt mag, ist halt der Philipp und auch sein Kollege, der Hebelstreit Klaus. Mhm. Die sind hier wieder im Sakko, also im Sakko im Anzug, ja. Fliege, ja. Schlips, ja. Wie sie auch schon auf der Stuttgart Effects, ja, genau. Effects gespielt, ja. Haben. Sie ziehen das durch. Und allein mal, allein deshalb müssen wir ihm die Daumen drücken. Ja. Also sie machen schon was her, ja, gell? Auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal ganz interessant. Das hat er auch leider ein bisschen verzockt. Ja. Ja. Tja. Kann er vielleicht mit der neuen bremsen? Vielleicht. Ja, wenn er offensiv spielt. Obwohl, die geht ja schon, die geht er ja gar nicht mehr. Der wird eine Sicherheit spielen, ha? Bietet sich ein bisschen an, ja. Die Weiße hinter die Neun. Ja, er spielt sehr offensiv. Okay. Spielt sehr, sehr offensiv. Aber gut. Ja. Eine relativ gute Lösung. Ja. Wenn die Kombi nicht geht. Ja. 4-6 Kombi. Von hier aus kann man es nicht sehen, ja. Ralf schaut sich das an. Also ein Resave ist extrem schwer, weil die 5 spätestens dann ein bisschen den Weg sperrt. Ja. Ich glaube nicht, dass er die 4 ganz außen anspielen kann. Also muss er den Bender nehmen und der Bender wiederum wäre eine resultierende, vielleicht die Kombi. Ja. Ja, jetzt muss aber der Ralf erstmal gucken, hier, dass er das Foul vermeidet, ne? Ja. Und möglichst eine Ablage hinterlässt, mit der der Philipp ja nichts anfangen kann. Ne? Bin ich mal gespannt. Da, guck an, der hält jetzt fast noch die 6 gelocht hier. Okay.
mal gucken, ja, was da fehlt gemacht. Christian auf die 6. Glück und Pech liegen zusammen. Nein, im Normalfall spielt er die Kombi, nicht die Kiss-Shot. Die Kombi, ja. Weil dann hat er die 4 vor dem Loch liegen. Wenn er den Kiss-Shot spielt, weiß er nicht genau, wohin die 4 geht. Richtig, ja, die läuft zu weit hoch, genau. Doch mal per Safe aussteigen. Glaube ich nicht dran. Glaub's auch nicht. Die 6 liegt ziemlich nah am Loch, also durchaus machbar. Schau mal, der überlegt noch, ja. Na gut, der liegt 2-4 hinten. Auf 6 Spiele ist ruckzuck vorbei. 6, ja, brauchen wir nicht schützen. Gebreakt hat er als letztes. Weiß es nicht mehr genau. Nee, yes. Doch. Doch, er hat gebreakt. Ich sage jetzt lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. So, jetzt mal gucken. Ja, beide. Okay. Nun gut. Position auf 5 ist okay. Beide, also wirklich gut getroffen dann, ne? Man könnte fast meinen, dass das seine Absicht war. Ja, weil er so festgespielt hat. Die Weise ist ziemlich weit hochgelaufen. Da muss er warten. Da steht gerade einer. Behindert ihn ein bisschen. Oh, da hat die 5 ausgelaufen. Und doch nicht. Hui, das war der Joker. Lucky Job, ja. Ja, das war der Publikums-Joker, ja. Sagt man immer schön fest, dann hat man mehrere Löcher zur Auswahl. Ja. Nun denn, etwas Glück und er bleibt am Ball. Da bleibt am Ball. 4-3 für Ralf Suke gegen Philipp Rütemann. Okay. So, das heißt, der Philipp breakt. Der Philipp ist mal kurz weg hier. Ja gut, auch selbst für einen Spieler wie Philipp Rütemann dürfte nervliche Anspannung relativ hoch sein. Wann spielt man schon mal gegen einen Weltmeister, Europameister etc.? Das spielt man ja in der Regel nicht. Auch in der Bundesliga nicht unbedingt. Ja. Dieses Jahr hat man öfters die Möglichkeit, aber in den letzten Jahren war es nicht immer so. Ja. Hall of Fame, wie sagt man, Mitglied Hall of Fame oder Member? Member. Ja, Mitglied, ja, richtig. Ja, Mitglied, ja. Member Hall of Fame. Haben wir 2 Stück hier. 2 Stück, Ralf Suke und Oliver Ottmann. Ja, wobei ich meine, dass Oliver Ottmann, da gibt es anscheinend einen Unterschied zwischen Straight Pole und Pole. Also, das ist da, aber gut. Ja. Trotzdem, beides ist was, das muss man erst mal erreichen. Ne? Richtig, richtig. Ja, das ist eine recht sehr hohe Auszeichnung. Vor allen Dingen die amerikanische Anerkennung zu erarbeiten als Europäer. Ja. War viele Jahre extrem schwer. Und es waren eigentlich nur so Ke und Ottmann. Ja. Eventuell noch der alte Schwede, Tom Storm, die diese Anerkennung gefunden haben. Klar. In den 90ern. Wobei der Mosconi Cup jetzt von 2013
ja doch recht deutlich für die europäische Truppe ausfiel. Ja, also das war schon... Ist nicht so verblüffend, sage ich mal. Ja. Die Amis müssten mehr angreifen. Die Amis, die da sind, sind das mit Sicherheit gut genug, den Mosconi Cup zu gewinnen, aber sie müssten dann auch wirklich die World Tournaments alle mitspielen. Ja. Wenn man mal schaut, außer Shane von Böning, spielt halt eigentlich keiner mehr alles mit. Ja, ist wohl wahr, ja. Stimmt, ja. Und oder geht die Weiße ab? Geht die Weiße ab. Bisschen unlucky. Ja. So. Gut, leicht liegt es nicht. Leicht liegt nicht, weil die 2 liegt nicht spielbar. Ja. Die 1, die ist auch nur knapp an der 6. Also das ist wirklich sehr knapp. Ich kann es von mir hier aus sehen. Also. Gut. Tja. Das sind jetzt die Situationen, wo es eh sehr interessant ist, was eben ein so erfahrener Spieler wie Ralf Soquet macht. Es riecht ein bisschen nach dem Ausstieg mit der 2. Also praktisch die 1 lochen, wahrscheinlich lang und dann. Mit der 2 halt einfach einen Knüppel hatten, safe legen. Mhm. Ja, das hat er sich jetzt auch nochmal richtig angeschaut hier. Ja. Auch das ist schon ein relativ unangenehmer Ball. Mitläufer mit einer Distanz von 7-8 cm. Ja. Ist tatsächlich auch unangenehm. Viele Anfänger machen bei dem Stoß einen Durchstoß. Ja. Na gut. Wenn er alles richtig gut spielt, dann wird die Weiße gleich Press 5 liegen. Vermutlich auch. Das schauen wir uns mal von hier aus an. Ja, spielt richtig Tempo, ja. Ja, ein bisschen viel Luft, aber ich glaube, es reicht. Ich denke auch, weil der Weg geht. Ja. Aber wenn er die 2 zu dünn trifft, dann geht ihm die Weiße auch oben Richtung Ecke ab. Ja. Ja, optimal wäre es, hinter die 2 zu kommen, dass die 2 in die kurze Bande geht. Und von dort aus natürlich wieder irgendwo Richtung Tischmitte oder hinter die 9 oder so. Ja. Und so vom Winkel her würde ich sagen, kommt er nicht sauber hinter die 2. Alternativ steht noch zur Debatte, dass man natürlich auch lochen kann. Also über Vorbande lochen ist ja nicht so abwegig. Dann wiederum droht ihm aber ein Safe hinter der 7. Auf die 4. Ich denke, das hat er gerade geprüft, wohin die Weiße denn überhaupt müssen. Ja. Nach der Vorbande. Aber sie zeigt schon Richtung Loch. Also wenn er den Vorbänder trifft, würde mich jetzt nicht so sehr wundern, wenn die Weiße auch recht unkontrolliert laufen würde. So, schauen wir mal. Also wenn wir mit Shotclock spielen, hätten wir jetzt schon lange Extension. Aber gut, es ist schon ein Schlüsselball jetzt hier, ne, für ihn. Das kann ihn das Spiel kosten. Wenn er jetzt einen Foul macht, das kann das Spiel kosten. Und? Okay. Ein bisschen. Ja, da lässt dann die Option für die 2 in die Mitte. Er kam noch hinter die 2. Aber es lief, glaube ich, nicht so glücklich für ihn. Nein. Mhm. Nur bloß gucken, dass auch unter 2 da noch die 4. Aber das sieht eigentlich doch. Ah. Gut, auch nicht.
Sieht ein bisschen nach Winkel nach rechts aus. Ja. Richtung 7. Richtung 7. Das ist halt die Frage, ob sie voll drauf läuft auf die 7. Und selbst wenn, dann liegt oben noch die 6. Na? Ja, beide, die 4 lang. Beide Löcher sind gesperrt, weil die 8 liegt auch im Weg. Richtig, ja. Ja. Ich denke, er wird eine Kombi angehen. Ha? 4 auf die... Ja, gut, ich meine, die 4 passt, ja, sie passt an der 6 vorbei, weiß ich schon. Von der Ablage her muss er eigentlich die 4 versuchen, an der 6 vorbeizuspielen, also eventuell über leichte Vorbande, weil dann kommt er auf die 5 und die 4 ist dann auch weg, also wenn er es richtig macht. Ja, ist aber, die Kombi wird jetzt ein bisschen weniger Sinn machen, aber wie gesagt, neugierig bin ich da auch immer, was ein Ralf so käsig ausdenkt. Ja. Ja, das spielt er direkt. Ja, perfekt. Ja. Ohne Vorbande, ohne irgendwas. Ohne irgendwas, genau. Und jetzt hat er eigentlich, das keine Probleme mehr. Nee. Sollte jetzt gar nichts mehr passieren. Ja. Ich finde es so faszinierend, mit wie wenig Kraft so viel Qualität doch rauskommt. Man spielt viel zu fest, man hat den Kö viel zu fest, man macht viel zu viele Fehler. Das ist unglaublich. Gut, ich habe nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie die Tücher sind. Aber sie sollen relativ schnell sein. Also das heißt, die Kugel braucht nicht so viel Antrieb. Nein. Aber ich habe so den Eindruck, dass sie nicht mehr ganz so schnell sind, wie zum Beispiel im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren sie extrem schnell. Ja. Tja, sieht so aus, als würde der Ralf seinen Vorsprung noch etwas weiter ausbauen. Sollte er. Ja. Auch wiederum Klassiker. Der etwas unbegabtere Spieler stellt sich doch meistens eine schwere 9. Ja. Aber ein Profi sollte das problemlos meistern. Tja. Na, da kommt der Richtige. On the hill. Da kommt gerade Oliver Ortmann rein. Oh, okay. Da hinten. Oh, das heißt, kannst ja mal versuchen zu überreden, ob er das nächste Spiel von Ralf Soquet moderieren möchte. Oh, das wäre mir mal ein Fest hier, Mensch. Oliver Ortmann, ich will sowieso nicht, ich will nur ein Autogramm von dem. Ich muss nachher runterflitzen, mein Kö holen. Ich will ein Autogramm von dem, Mensch. Letztes Jahr habe ich mich ja nicht getraut. Er ist qualifiziert, er ist auch morgen da. Okay. Ist auch so einer, von dem habe ich ihren Respekt. Als Billardspieler auf jeden Fall. Ja, ja klar, natürlich. Gut, als Mensch oder so kenne ich ihn nicht. Aber die Leistungen, ne, die Erfolge, ja, die Titel. Sind unglaublich. Ja klar, das ist eine Respektsperson. So, eigentlich ist das jetzt Matchball. Ja. Schauen wir mal. Ich habe hier mal an meiner Kamera gewackelt. Hei. Schön auseinander, gefallen ist auch was. Flügelball ist gefallen. Ja. Aber gleich mal. Ein leichter Einsteiger sieht anders aus. Ja, ist wohl wahr. Ich meine, ich denke schon, dass er den offensiv spielen wird. Aber auf die Stellung kann man doch sehr, sehr gespannt sein. Ja, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen kompakt hier, gell? Ja, die Weiße läuft wahrscheinlich noch an der 2 vorbei. Ja. Und wenn das passiert, hat er halt keine Stellung auf die 2. Ja. Das Kunststück dürfte sein, die 1 zu lochen und die Weiße auf die 2 zu bewegen. Und das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja. Sieht sehr eng aus. Sieht eng aus, ja.
Okay, da lässt er die 1 aus. Ah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ja, aber ich vermute jetzt nicht, dass er die wirklich klassisch, wie gesagt, verschossen hat, sondern ich gehe davon aus, dass er wegen der Stellung zu viel Risiko gegangen ist. Weil auch das die Härte, dass er praktisch nach der Karambolage mit der 9 nochmal die Weiße Richtung Tischmitte bringt, war mit Sicherheit Absicht. Klar, verschossen ist verschossen, aber ja, da gehe ich davon aus, dass dieses Ziel halt einfach zu sehr schwierig war. Die war jetzt auch ein bisschen okay, gut. So. Ja. Echte Probleme hat er nicht auf dem Tisch? Nein, nein. Die 3 kann er jetzt eigentlich dann schön lang schicken nach der 2. Na gut, gestellt werden muss das alles. Ja. Die ist zu schnell. Okay. Es gibt ja noch eine Ecktasche. Richtig. Vier liegt in der Tasche. Die Ablage 4 auf 5 ist auch nochmal ein bisschen interessant. Ja. So, okay. Stellt er wahrscheinlich auch lang, weil wenn er so auf das kurze Loch stellen möchte, muss er ziemlich nah an der 8 vorbei. Ja. Viel Winkel, aber gut. Ja. Das ist etwas zu viel Winkel. Ja. Wenn er sie halten will, bleibt eine sehr dünne 6. Und will er sie schicken, muss er sehr hart spielen. Ja. Da wird eine schwere 6, wird er aber annehmen. Nee, hey, guck mal da. Tatsächlich, an, weiter Weg. Das weiter. Ist ja der Hammer, ja. Frech. Schöner Ball. Frech, schön, ja. Ja. Der Philipp will sich nicht geschlagen geben, gell? Ja, ist schön, prima. Ist gut. Ja gut, wenn man die Gelegenheit hat, gegen solche Leute wie im Ralf Soquet zu spielen, dann ist natürlich das Traumziel, mal zu gewinnen. Ja, das ist, ja. Da gibt's ja alles dafür. Also eigentlich ist es irgendwo unfair, also, ne? Die Leute kommen her. Gut. Ne? Ja gut, das ist halt so. Ja. Ich denke auch ein Stück weit, seine Quoten in Deutschland sind nicht so gut bei Turnieren, aber jeder Spieler in Deutschland möchte gegen ihn glänzen, jeder möchte ihn schlagen. Ich glaube, dass er teilweise diese Motivation international gar nicht so spürt. Geht die in die Mitteltasche? Nein! Die geht in die Mitteltasche. Das ist natürlich jetzt halt. Oh. Zwei Bälle, Ball in Hand. Dann noch alles okay. On the Hill. Ich glaube, das ist jetzt das Match. Nee, das sollte das 6-3 sein. Der Philipp. Philipp gibt's, Er schenkt. Ja, ja, klar. Ja, gut. Ey, echt prima. Schön gespielt hier. Das ist, da kann man mal klatschen hier. Das ist toll. Gut, ja, klatschen. Gut. Ich bin immer für Klatschen. Ralf, ich sag danke, hat Spaß gemacht mit dir wieder. Ja gut, waren ja nur 3 Spiele. Okay. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Ja, morgen bestimmt, auf jeden Fall. Okay, dann. Bis dann. Tschüss. Alles klar. Ciao.